Betrachten wir die unsymmetrisch belastete Sternschaltung. Das ist nämlich die, wo die Impedanzen in den einzelnen Phasen unterschiedlich sind, also Z1, Z2, Z3. Und ein Nullleiter hier, ich habe ihn mal versehen mit einer Impedanz Zn, die der Nullleiter hat. Man kann die auf unendlich setzen, man kann sie auf Null setzen, was auch immer. Jedenfalls ergibt sich hier In als die Summe der Ströme, von der wir schon wussten, wenn es symmetrisch ist, also alle Zs gleich sind, verschwindet es. Und dann können wir ausrechnen, wie groß der Spannungsabfall hier über diesen Widerstand da ist. Der ist ja dann Zn mal In oder gleich Zn mal I1 plus I2 plus I3. Okay, so, wie groß sind die Ströme? I1 ist gleich U1 minus UN durch Z1. U1 minus UN ist der Spannungsabfall über dem Ding da. Durch Z1 macht dann der Strom. Für I2 ist es natürlich analog. Und für I3 ist es auch sehr analog. So dass wir in der Summe dann haben, dass In gleich, ich sortiere mal gleich um, U1 durch Z1 plus U2 durch Z2 plus U3 durch Z3 ist minus In mal Zn, das ist nämlich die Summe aller dieser, das ist nämlich das UN gewesen, mal 1 durch Z1 plus 1 durch Z2 plus 1 durch Z3. Und wir können auflösen, das auf die andere Seite dadurch dividieren. Ich schreibe es so sperrig hin, wie es ist, also U1 durch Z1, U2 durch Z2, U3 durch Z3 durch 1 plus Nullleiterimpedanz mal 1 durch und dann die Summe der Leitwerte wieder. So, und UN ist damit gleich dasselbe nochmal multipliziert mit Zn, also schreiben wir es dann unten hin, also U1 durch Z1 plus U2 durch Z2 plus U3 durch Z3 und jetzt alles als Doppelbruch, also 1 durch Zn plus 1 durch Z1 plus 1 durch Z2 plus 1 durch Z3. Das halten wir zunächst mal als allgemeines Ergebnis fest hier. Ich führe aber noch den Spezialfall ein. Und bei dem Spezialfall würden wir sagen, Nullleiter nicht angeschlossen. Gar nicht angeschlossen. Also Zn gegen unendlich. Lassen wir Zn gegen unendlich gehen. Dann geht das hier gegen 0. Man sieht es sofort. Das heißt also, UN wird zu U1 durch Z1 plus U2 durch Z2 plus U3 durch Z3 durch die Summe der Leitwerte. Und hier macht es natürlich auch einen Unterschied, wenn Nullleiter ideal
Ideal mit Zn gegen 0, dann wird natürlich auch Un gegen 0 gehen. Das können wir rausgreifen und den Fall hier auch mit dem angeschlossenen Nullleiter. Das Zeigerdiagramm wird separat behandelt. Das mache ich hier jetzt mal nicht. Das wird mir nämlich zu viel Zeichenarbeit.